bisschen leiser sein, sodass wir keinen stören. Und ich werde mir aber trotzdem jemanden raussuchen, der mir mal die Technik erklärt, wenn ich mir gleich so eine Brille aufsetze. Hi Michael, gestern Hallo. Waren ja unsere Reporter schon mal hier beim Goalball und meinten, dass es ziemlich cool ist. Da dachte ich mir, das muss ich auch mal ausprobieren. Hast du denn da irgendwelche speziellen Tipps für mich, wenn ich mir nachher die Brille aufsetze, irgendwas, was ich besonders beachten muss? Am besten immer, dass man wirklich parallel zum gegnerischen Feld steht, also zum Gegner und hinhören. Ja, dann versuche ich mal meine Lauscher so weit wie möglich aufzusperren. Das ist ein guter Versuch schon mal. Danke dir. Es geht ja nur ums Hören. Du hast hier unten eine Linie auf dem Boden, wo du dich orientieren kannst. Das ist genau die Mitte vom Tor. Dann versuche ich mal mein Bestes. Dann lassen wir mal den Ball springen. So, es war ziemlich schwierig für mich. Wie man gesehen hat, habe ich keinen einzigen Ball gefangen. War eine ziemlich große Herausforderung. Und vor der stehen auch die Breitensport-Kids, die hier bei Jugend trainiert, gegen die richtigen Cracks antreten. Und so zum Beispiel auch beim Badminton.